Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute begeben wir uns zu Vault 94. Und da werden wir gucken, wie weit wir dieses Mal kommen. Beim letzten Mal sind wir ja nicht allzu weit gekommen. Wir haben jetzt einiges bekommen. Ich habe von Volga diese hübsche 10 mm bekommen, die wir aber jetzt wahrscheinlich noch nicht einsetzen werden, denke ich mal. Stattdessen werden wir gucken, dass wir Stefan benutzen, weil ich glaube, Stefan, der ist ja gut gegen Verbrannte. Und ich glaube, da hängen ganz, ganz viele Verbrannte ab. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal den Notruf anhören, ne? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie scheint es ja nicht zu funktionieren. Ah. Von Vault Tech. Vault 94 hat aktuell mit einem Befall zu kämpfen. Netter Notruf. So, das kennen wir alles schon. Also, dies ist ein Notruf von Vault Tech. Ja, nein, kennen wir alles schon. Vault 94 hat aktuell mit einem Befall zu kämpfen. Warte kurz. So. Okay. Lade schneller, ich will rein. Ja. Okay. Habe ich die jetzt geöffnet? Ich glaube ja nicht. Ja, Tür öffnen, komm. Kennen wir schon. Okay, Team ab Stufe 50. Ich bin ein Team. Mein Versteck ist auch noch hier, gut. So, Stefan, du wirst es reißen. Ich glaube an dich. Die Frage ist, Baggerrüstung? Wir kriegen bestimmt ordentlich aufs Maul. Ohne Baggerrüstung. Ich sollte sie anziehen, denke ich mal. Das letzte Mal ist einer auf mich zugelaufen und hat mich direkt umgeboxt. Habe halt noch keine gute Rüstung. Weil ich mache ja hier alles im Let's Play. Mit Absicht mache ich hier alles im Let's Play, Kollege, Kommentarschreiber. Lass dir von anderen helfen, damit du besseren Content produzieren kannst. Naja. Sehen wir mal drüber hinweg. Das ist ja fast schon eine Beleidigung. So. Wir ziehen mal die Baggerrüstung an. Vorsichtshalber. Wir können wahrscheinlich dann nicht mehr so viel schleppen. Ich sehe da hinten übrigens Schrauben. Können mir helfen. So, ich weiß aber nicht mehr, ab wann es richtig abging. So, kleinen Moment, ich muss einmal ganz kurz die Kralle auspacken. Ah, stimmt. Ja, gut. Ich hätte gerne mehr als diese paar Munition. Dankeschön. Das hat mir das letzte Mal schon ziemlich den Arsch aufgerissen. Okay, Tischventilator. Leuchtende Box. Ja, wir haben uns hier eigentlich schon umgesehen. Wir müssen eigentlich da, wo die Gegner sind, hinkommen. Starte die Mission. Stimmt, da war was. Müssen wir die Mission starten, ne? Dafür müssen wir wahrscheinlich an diese Terminals. Oh, hallo Globus. Die habe ich zwar schon gesehen, aber ich dachte mir, hey, mache ich mal ein bisschen später. Alles klar. Notfallmanagement. War das hier irgendwie? Nein. Okay, jetzt habe ich's. Einsteiger. Sehr schön. Letztes Mal haben wir ja so schon aufs Maul bekommen, ne? Ah, Vault-Mission. Flutung, Einsteiger. Jetzt geht's los. Endlich. Puh. Wo geht's rein jetzt? Hör dir die Missionsbesprechung an. Ehrlich, hab ich hier schon alles vergessen. Was für eine verdammte Missionsbesprechung. Oh, Baupläne. Sicherheitslage AX481. Vault von riesigen mutierten Insekten befallen. Bestätigt. Sicherheitsteam, besorgen Sie sich Vault-Sicherheits-ID-Karten aus dem Sicherheitsbüro.
Besuchen Sie die Pumpenkontrollstation im Agrartrakt und aktivieren Sie die Notflutungsprozedur M09, um den Vault zu fluten. Hör auf zu lecken, Junge. Oh. Vault-Türzyklus abgeschlossen. Nein, tot von Öffnen oben, das wollte ich doch machen. Zwei. Okay, begib dich zur Pumpstation. Alles klar, mach zu hier. Gott, dieses Gelege, ne? Was ist das da hinten? Oh, ein Besen. Okay, jetzt geht's doch los, oder? War das hier? Ich will jetzt Action haben. Action, baby, come on. So, wo seid ihr? Oh. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Das gibt's doch nicht, ne? Danke für Ihre Kooperation. Ich habe keinen kritischen bekommen. Ja, toll. Sag mal, kannst du das lassen, dich zu heilen? Okay, ich bin jetzt ein bisschen angepisst. Ich habe keinen kritischen bekommen, weswegen er überlebt hat. Mist im Lüftungssystem entdeckt. Mist im Lüftungssystem? Aber hier waren doch früher keine Insekten, oder? Da kommt mir das nur so vor. Ja, kann man wenigstens schön das Zeug farmen. Okay. Vielleicht bin ich das letzte Mal einfach den anderen Weg gegangen. Das kann sein. Okay, ich sehe hier nichts. Schon mal ein gutes Zeichen. Was bist du, ein Clown? Ja, super. Da komme ich nicht hin. Es kommt mir überhaupt gar nicht bekannt vor, deswegen muss ich mich hier mal ein bisschen umsehen. Ich hoffe, ich muss dich nicht knacken. Das wäre unvorteilhaft. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Du siehst mich nicht. Oh. Glück gehabt. Ja, der Stefan, der knallt schon ordentlich rein, du. Mit dem kann man hier einiges reißen. Schrauben. Rezept Blutkäfer Pfefferspray. Kann sein, dass wir es kennen, oder? Nee, sonst hätte es da gestanden. Eine Sache mehr. Sauber. Boden- und Wasserproben positiv getestet auf Insektenlarven. Der ist ja auch nicht wirklich lecker, ne? Stell dir vor, du willst hier was trinken. Und dann ziehst du dir diese riesen Viecher in den Magen und dann werden sie da gebrütet. Nein, eigentlich müssten sie absterben. Okay, ne? Unten ist unser Ziel. Ich weiß nicht, haben wir das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es nicht. Ich sehe eine Werkbank. Ah, das lohnt sich schon. Aber ich glaube, dass... Knacken dieser Tür ist wesentlich einfacher als das Hacken. So, wo war das nochmal? War das hier, ne? Perception? Ja, zack. Einbrecher, Meistereinbrecher und Profi-Einbrecher. Erstaunlich, dass sonst niemals die Haarklammer rausgegangen sind. Ich meine, ich habe sogar irgendwie einen Teil verkaufen müssen. Wir hatten ja über 100 schon. Ja. Ich sehe es einfach positiv. Es ist besser als hacken. Es ist besser als hacken, Leute. Es ist besser als hacken. Oh, Gott sei Dank, ja. Ah, so. Was? Nein, was habe ich hier weggenommen? Oh, shit. Eisenfaust, naja. Okay. Kurzschluss im Reaktorraum festgestellt.
Leite Energie von beschädigten Leitungen um. Ich brauche die Werkbank hier. Du wirst unser A und O, falls wir mal wieder zu viel tragen. Was sehr schnell der Fall sein kann. Essen selbstverständlich mitnehmen, machen. Nö, 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 nö. Ich gebe mir jetzt nicht nochmal die Mühe. Windranke? Habe ich ja noch nie gehört. Na gut, wir haben jetzt Zugriff auf das Ding ins Kiechens. Das ist schon mal ganz gut. Ups. So, wo war der Weg jetzt? Hier haben wir geknackt, hier ging es lang. Und da ging es runter. Aber was ist hier? Es ist eine ziemlich versteckte Position hier. Ja gut, so versteckt vielleicht auch nicht, aber... Hier gibt es auch bestimmt irgendwas Besonderes. Eine Leiche. Ohne Loot. Kleber! Kleber ist immer gut. Okay. Brauchen wir den Helm? Oh, Antibiotika, nice. Nein, den Helm haben wir nicht gebraucht. Ich weiß gar nicht, was wir von dem ganzen Arbeitszeug eigentlich schon haben. Ich glaube, uns fehlen noch die Lampen, eine Grubenlampe und irgendwie eine andere Lampe. Ne, eine Lampe habe ich aufgesammelt, das weiß ich noch. Türdurchbruch im Wohntrakt. Türdurchbruch im Wohntrakt. Bitte geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen. Na, Ladies, ist hier jemand zu Hause? Das nehme ich mal mit. Ich hoffe, das vergammelt nicht so schnell. Okay, das ist schon mal nicht der Weg, wo wir hin müssen. Perfekt. Da habe ich schon mal das Zeug. Oh. Achso. Ah, oh, Schraubenzieher. Ich dachte, das wären Schrauben gewesen. Ich brauche Schrauben. Nix. Ja gut, gehen wir weiter runter. Oh Gott, ich bin am Verdursten und verhungern. Ich habe nicht wirklich viel Wasser mitgenommen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber damit müssen wir jetzt leben. Gummibonbons verhindert, dass wir jetzt so schnell hungrig werden. Und dann können wir auch ein bisschen Dosenfutter, Klingenkorn, Eichhörnchenbissen und die Melone. So. Das Essen hat uns jetzt durstig gemacht, kann das sein? Okay, hier ist Survival pur angesagt, Leute. Ich weiß, wir wollten uns vorbereiten, was wir auch haben. Nur ich hatte leider kein Wasser, also nicht wundern. Ich hatte leider kein Wasser zu Hause. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch ein bisschen mehr habe, aber gut. Notfallschädlingsbekämpfungssysteme wirkungslos. Everybody else null. Ich glaube, er hat gegen sich selber gespielt. Championship. Oder er kannte die Tricks. Kann das sein, dass das hier alles gleich geflutet wird? Habe ich so im Gefühl. Authentifizierung erforderlich. Sicherheitspersonal muss sich anmelden, um auf die Pumpenkontrollstation zuzugreifen. Okay. Oder kamen jetzt hier die ganzen fetten Viecher? Melde dich beim Zugangskontrollsystem. Wieso bist du blau? Höchstwahrscheinlich, wenn ich es nutzen sollte. Alles klar. Seht ihr, das sind meine Gamer-Augen. Sie sehen den Unterschied zwischen blau und grün. Das kann nicht jeder. Vor allem Leute, die keine Blau-Grün-Schwäche haben. Die armen Leute. Stell dir vor, ihr habt so eine Blau-Grün-Schwäche. Die Zeitdauer des Anmeldeversuchs wurde überschritten, naja, egal. So stellt euch vor, ihr habt eine Blau-Grün-Schwäche und kommt dann hierher und denkt euch, what the fuck? Alles sieht gleich aus. Na gut. Sensoren zeigen einen deutlichen Anstieg des Schwarmverhaltens an. Analysiere.
Dieser Knopf funktioniert nicht. Elvis, was wollt ihr jetzt von mir? Dabei habe ich nicht mal eine Blau-Grün-Schwäche. Gibt's noch irgendwas anderes zu tun außer den Knopf? Ich meine, ich drücke hier. So. Diese Station akzeptiert keine neuen Anmeldungen. Oh. Zugang gewährt. Sie können jetzt die Pumpenkontrollstation betreten. Nice Sache. Jetzt kommen doch die ganzen Meyerlurks, hast du dich gesehen? Und vielleicht finden wir hier noch einen Jäger. Den müssen wir direkt fotografieren. Nur ein bisschen Sorge vor den Königen, die da eventuell lauern. Achso, ich muss den Knopf drücken. Wieso geht das nicht auf? Geh auf! Okay. Aktiviere die Notflutung. Okay, noch irgendwelche Mistviecher. Sind wir wieder am Anfang? Nee, ne? Kommt mir nämlich sau bekannt vor. Aktiviere Sekundärstabilisatoren an Schotttüren. 1%. Naja, reines Glücksspiel. Das hast du mich noch nicht gesehen, ne? Nee, das ist nicht der Anfang. Da ist die Pumpstation. Hier sind Schrauben. Ich kann dich nicht mitnehmen. Verbrennte Erde. Da werden wir hoffentlich auch nochmal hinkommen. Alles klar. Ich weiß, ein bisschen Overkill. Ist mir egal. Es ist mir egal. Ich will das Viech tot sehen. Es ist mir entkommen. So, Notfall, Notfilter, Austauschprozedur, Fehler, AG, kannst du klicken. Aktiviere die Notflut, komm, das andere wird sowieso nicht funktionieren. Fehler. Deine Mutter ist ein Fehler. Bereite Aktivierung von Notflutungsprozedur M09 vor. Setze automatisches Wartungspersonal zusammen. Sicherheitsteam, helfen Sie dem Wartungspersonal, damit diese Prozedur eingeleitet werden kann. Analysiere Schaden an Zentralrechnersystemen. Ich komme hier nicht raus. Schaden ist kritisch. Wartungsroboter Alpha aktiv. Begebe mich nun zu Versorgungsraum 3. Ja, geil. Okay, pass auf. Beta aktiv. Begebe dich nun zu Pumpenkontrollstation 1. Du bist ja süß. Oh, schön. Noch ein Teil geschafft. Das waren die Blähfliegen, die man töten kann. Wie, ich soll jetzt beide beschützen? Ich hab doch einen Arsch offen. Oh Gott, ich werde so schnell die Kerle loswerden. Das ist unschön. Okay, wie geht's dem anderen? Ja, der chillt hier, alles klar. Okay, wir sollten hier vielleicht den Fernator auspacken. Arretierungsverbindungen im Versorgungsraum 4 erforderlich. Führen Sie Arretierungsschlüssel im Versorgungsraum 4 ein. Manuelle Überbrückung im Pumpenkontrollraum erforderlich. Aktivieren Sie die Schalter zur manuellen Überbrückung im Pumpenkontrollraum. Wo, was? Kurzschluss im Reaktorraum festgestellt. Leite Energie von beschädigten Leitungen um.
Das kommt mir alles überhaupt gar nicht bekannt vor. Also ich glaube, wir sind letztes Mal einen anderen Weg gegangen. Wartungsroboter Alpha zerstört. Wie zu Roboter zerstört? Ach kommt, Leute. Stufe 90. Mann! Die sind so klein, die Viecher. Ich hasse sie. Ich hasse sie so dermaßen. Oh, wird mir ganz warm ums Herz. Ich kann doch nichts machen. Die sind so klein. Ich treffe sie nicht. Er hat zumindest etwas geschafft. Lass mich raten hinter mir. Ja, komm. Such dir ein Hobby. Mein Gott. Klau dir eine Freundin. Mach irgendwas, was sinnvoller ist, als mich anzugreifen. Setze die Bots. Wie viele kommen denn noch? Leute. Ihr macht mich wahnsinnig, ne? Analysiere Schaden an Zentralrechnersystemen. Schaden ist kritisch. Okay. Ich bin tierisch genervt. Ich bin gestorben. Weil ich hasse diese dreckigen Insekten. Ich hasse sie. Sie sind so klein und man trifft sie nicht und die kommen plötzlich aus allen Ecken. Wer rechnet denn damit? Na gut, das war der Versuch. Ich wollte es wenigstens mal versuchen. Es ist ein bisschen irritierend, dass es diesmal was anderes war. Ich war darauf vorbereitet, dass ich auf verbrannte Meyerlocks treffe und Ghule. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hätte ich mir andere Waffen eingepackt. So eine Rotze. Ja, wer kann damit rechnen? Na gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann starten wir ein Atombümpchen, würde ich sagen. Ne? Ich denke, das ist eine gute Idee. Und dann schauen wir mal. Ich werde mich jetzt mal ganz kurz erkundigen, wie das mit diesen Codes funktioniert. Und dann legen wir los. Haut rein, euer Zero. Tschüss.